Willkommen zurück beim Goldpriester. Wir schauen uns heute in diesem Video an, was denn jetzt alles Neues in Battlefield 2042 kommt. Und zwar, wir befinden uns ja aktuell noch im Monat August. Und in diesem Monat soll jetzt noch ein Patch für Season 1 kommen und dann geht es nächsten Monat mit Season 2 weiter. Und da schauen wir jetzt mal rein, was denn da alles Neues kommt. Ich hatte in einem Video sogar was durcheinander gebracht, und zwar die Neuanfangkarte. Die sollte jetzt nicht im letzten Patch dabei sein, sondern die kommt erst in diesen Ende August Patch. Und da schauen wir jetzt nämlich mal rein, was sich da alles verändert. In diesem Video, was jetzt gleich gezeigt wird, werden jetzt schrittweise die ganzen Veränderungen gezeigt. Und zwar, als würden wir jetzt den Durchbruchsmodus komplett einmal durchspielen von Anfang bis Ende. Das beginnt jetzt hier bei diesen ganzen Solarmodulen mit dieser riesen Säule. Da haben sie jetzt hier verschiedenste Sachen hingebaut. Einmal neue Sandsäcke, dann Betonplatten, dann jetzt hier sogar Container. Man könnte echt meinen auf den ersten Blick, dass das sogar etwas überladen ist. Das müsste man sich natürlich dann erstmal beim Spiel genau anschauen, ob das nicht vielleicht sogar stört. Nachdem wir jetzt die Solaranlage eingenommen haben, geht es dann weiter zu diesen Steinfeldern. Und nach den Steinfeldern kommen dann nochmal mehrere Generatoren und dort ist dann der nächste Flaggenpunkt. Und ihr seht schon, die ganzen Steinfelder haben es auf jeden Fall tiefer gemacht und mehr ausgearbeitet, dass man dort auf jeden Fall auch mehr Deckung hat. Bei dem Generatorenbereich haben sie die Gänge entschlackt, und zwar sind das jetzt nicht mal drei Gänge, sondern zwei ganz unten, und ganz oben haben sie die komplett gedreht. Also da sieht man, da hat man jetzt deutlich besseren Überblick. Als nächstes kommt jetzt ganz vorne das Haupttor. Da sieht man jetzt hier zwei LKWs, die haben sie weggenommen, da haben sie jetzt zwei rote Container hingesetzt. Dann Sandsäcke, Betonblöcke ganz auf der rechten Seite, haben sie sogar noch weitere Container hingesetzt. Danach geht es weiter zu diesem Forschungslabor, das ist ja ganz hinten. Da war immer eine riesen Wiese mit wenig Deckung, und dieser Bereich davor, da ist ja noch so ein langer Gang gewesen, der war auch ohne Deckung. Also es ist gut, dass sie da mal was hingesetzt haben. Danach wurde jetzt der erste Flaggenbereich gezeigt. Gut, da muss jetzt nicht unbedingt die Deckung hin, da finde ich, ging es soweit. Ganz unten in der Eingangshalle fand ich es noch extrem krass, da hat man immer von der rechten Seite so Sniper-Schüsse abbekommen, da haben sie jetzt auch was hingesetzt. Und ganz oben gibt es ja noch diese Brücke, die die beiden Komplexe miteinander verbindet. Da wurde man auch jedes Mal vom Sniper von der gegenüberliegenden Seite attackiert. Das ist auch ganz gut, dass sie da jetzt was hingesetzt haben. An dieser Stelle jetzt mal ein kleiner Einschub. Falls ihr weitere Battlefield-Videos sehen wollt, könnt ihr natürlich gerne jetzt ein Abo dalassen. Und irgendwann wird es ja, denke ich mal, auch das neue Battlefield geben. Da werde ich auf jeden Fall auch Videos dazu machen. Falls ihr jetzt bereits schon abonniert habt, vergesst dann auch nicht, das Video zu bewerten. Okay, jetzt geht's weiter. Dann wollen sie wie bei Kaleidoskop auch einige Flaggenpunkte löschen bzw. neu hinsetzen. Und da schauen wir jetzt mal rein. Wir sehen jetzt einmal im Hintergrund den alten Querschnitt. Und jetzt schauen wir uns mal die Neuerungen an, die dann mit dem August-Update jetzt noch kommen sollen. Oben links habe ich jetzt einmal einen Sperrbereich gemacht und ganz rechts außen. Dieser ganz rechts außen, der fällt komplett weg. Dafür haben sie jetzt die Flaggenpunkte etwas weiter nach vorne gesetzt. Und zwar jetzt gibt es so D1 und D2. Und ganz links oben, die beiden Flaggenpunkte, die gibt es zwar noch, aber die haben sie einfach ausgeklammert. Da kann man einfach gar nicht mehr hinlaufen. Dann seht ihr noch ganz unten links, wo die Solaranlage ist. Da ist jetzt ein komplett neuer Flaggenpunkt dazugekommen, und zwar A2. Und bei den Generatoren ganz oben, wenn ihr über das Steinfeld lauft, gibt es jetzt B1. Das ist auch komplett neu. Das ist jetzt wohlgemerkt Conquest, also ganz normale Eroberung. Die haben also die komplette Algenanlage bei E1 removed und haben halt die Punkte versetzt bzw. neu hingesetzt. Dann wissen wir ja bereits durch den Liga Temporia, dass in den Gamefiles noch einige Waffen drin sind, die bisher noch nicht released wurden. Das betrifft jetzt hier einmal ein neues Snipergewehr, TDS Creed. Dann gibt es noch eine neue Pistole, Sig Sauer M17. Dann noch eine weitere, M45A1. Und dann gibt es noch ein neues LMG, und zwar MGA Sarka. Bei der AM17, die jetzt hier noch am Ende steht, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob das eine MP ist oder sogar ein Sturmgewehr. Da müssen wir uns erstmal noch gedulden, was da jetzt im Endeffekt das sein soll. Bei der CBR Scout hatte Tempori jetzt nochmal eine neue Information gebracht, und zwar ist das wahrscheinlich gar keine Waffe, sondern ein neues Fahrzeug. Und zu diesem Fahrzeug hat er auch jetzt auch ein Video gebracht, und da schauen wir uns mal an. Da wird nämlich das Fahrzeug vorgestellt. Das ist zwar jetzt ein komplett anderes Game, wo das vorstellt, aber es kann natürlich auch sein, dass es irgendwann doch in Battlefield released wird. Deswegen schauen wir uns das jetzt mal an. The Tier 9 Panhard Crab is the latest in French armored vehicle development and one of the best scouting vehicles in armored warfare. Developed as a replacement for the older French Panhard VBL, the Crab excels as a light and agile scout thanks to a 320 horsepower Steyr M16 diesel engine, which allows it to reach a maximum speed of almost 110 kilometers per hour. The nimble Crab is one of the fastest vehicles in armored warfare. But don't let its size and relatively lightweight design fool you. Its 30mm autocannons wreak havoc on unprotected targets, while its MPCV anti-tank guided missiles are capable of seriously damaging even the heaviest opponents. Blistering speed, exceptional firepower, and amazing agility are the main characteristics of the Crab, making it a powerful and versatile scout, capable of tracking enemy movement while staying hidden or ambushing unwary prey.
Also ihr habt schon gesehen, das ist im Prinzip ein kleiner, schneller Panzer, der auch schon eine stärkere Bewaffnung hat. Ob der jetzt kommt oder nicht, kann man natürlich nicht so genau sagen. Da müssen wir natürlich erstmal abwarten. Dann gab es noch weitere Leaks, die jetzt in den letzten Patch reingekommen sind und in den Gamefiles halt drin sind. Und zwar sind das einige Waffen. Dadurch, dass wir in den letzten offiziellen Stream von DICE aber auch schon gehört haben, dass einige Waffen aus dem Portalmodus jetzt auch in den Main-Modus reinkommen sollen, denke ich mal, werden wir wahrscheinlich von diesen Waffen irgendwas in der nächsten Zeit jetzt sehen. Da haben wir jetzt einmal drei neue Sturmgewehre, und zwar AEK 971, AUG, und dann gibt es noch ein letztes, und zwar die M2 Carbine. Die kennen wir ja bereits schon aus Battlefield 5. Dann geht es jetzt weiter mit neuen LMGs, und zwar die Brandgun RPK, und dann gibt es noch die M249. Dann gibt es noch eine neue DMR, und zwar die SKS. Sagt mir jetzt erstmal nichts von Namen, und dann haben wir sogar noch ein neues Snipergewehr, die M95. Da bin ich mal gespannt, wie sie das Teil umsetzen werden, weil das ja nicht so einfach zu handeln ist. Ob die ganzen Waffen jetzt noch im August-Patch kommen, das glaube ich eher nicht. Ich denke mal, das werden wahrscheinlich in Season 2 dann irgendwann releasen. Und wie viel das dann sind, das bleibt halt abzuwarten. Ich denke mal, vielleicht 3 bis 4 Waffen werden wir aber bestimmt schon sehen. Ab diesem Donnerstag beginnt die 10. Woche, dann haben wir noch insgesamt 3 Wochen und dann beginnt schon bereits Season 2. Das wäre, wenn ich jetzt auf den Kalender schaue, genau der 1. September. Da bin ich mal gespannt, ob das dann wirklich am 1. September schon losgeht oder ob das vielleicht sogar später losgeht. In Season 2 werden wir auf jeden Fall wieder 2 überarbeitete Karten bekommen. Das ist einmal Orbital und Manifest, auch als Frachtliste bekannt. Ich sag mal so, bei Orbital, da haben sie ja schon ein paar Mal nachgepatcht. Der Kran zum Beispiel in der Mitte war auch nicht von Anfang an da. Und ganz hinten an der Startrampe, da haben sie auch ein paar Fixes vorgenommen. Was jetzt hier aber konkret geändert werden soll, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich sage mal so, bei Rush Orbital, da gibt es im Anfangsbereich ein bisschen wenig Deckung. Ansonsten sage ich mal, geht's. Dann kommen wir zur zweiten Karte, das ist halt Manifest bzw. Frachtliste. Ich sag mal so, hier sind jetzt nicht unbedingt so viele Bereiche, die stören. Das wäre einmal der 3. Bereich beim Durchbruchsmodus und der 1. Bereich. Gerade der 1. Bereich, wo wir jetzt hier im Hintergrund sehen, bis zu diesen 2 Schiffen, da ist ein bisschen wenig Deckung, sage ich mal. Da könnte man einige Container noch hinstellen. In der Mitte, sage ich mal, im 2. Bereich und im letzten Bereich, sozusagen im 4. Sektor, geht es eigentlich. Ihr könnt ja mal in den Kommentarbereich reinschreiben, welche Bereiche euch auf Orbital bzw. auf Manifest ärgern. Das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren. Dann soll es eine komplett neue Karte geben. Was es jetzt sein wird, keine Ahnung, aber DICE hat schon durchmerken lassen, dass sie sich diesmal ein bisschen weniger auf größere Karten konzentrieren werden, sondern das wird eher Close Quarter werden, beziehungsweise so eine kleinere Karte mit starken Infanteriegefechten. Aber bisher haben wir, wie gesagt, noch gar nichts gesehen. Weder eine Player-Karte, was mich etwas wundert, weil ob die dann wirklich direkt am Start sofort verfügbar ist, das wage ich sehr zu bezweifeln, weil bis zum September haben wir nicht mehr so lange hin. Die nächste Frage, was für ein Spezialist soll als nächstes kommen? Es muss ja mindestens pro Season ein neuer Spezialist kommen oder es soll mal ein Spezialist kommen. Das heißt also, wir sind jetzt bei Nummer 11 bei den Spezialisten, ein neuer kommt dazu, da sind wir bei 12. Und es soll ja insgesamt, wie das bereits bekannt ist, irgendwann 14 Spezialisten geben. Das bedeutet, es kommen dann noch 2 weitere irgendwann dazu. Jetzt fällt mir doch noch ein Spezialist ein, der vielleicht kommen könnte, und zwar Hale. Den hatte man bereits schon vor Monaten mal in den Artbook gefunden. Das ist ja das offizielle Buch, was von Battlefield rausgegeben wurde. Und den sieht man jetzt hier im Hintergrund. Da gab es noch 3 weitere Bilder, die sehen wir jetzt hier. Ich glaube, da wird irgendwas von einer ferngesteuerten Drohne oder sowas geschrieben. Das sieht man jetzt hier auch auf dem einen Bild. Ob das jetzt nur eine Drohne ist zum Beobachten oder dass die detoniert, das kann ich euch natürlich nicht sagen. Was auf jeden Fall jetzt schon feststeht, ist, dass es diesmal keine Frau wird, sondern ein Mann. Dann haben wir natürlich wieder einen Battle Pass mit 100 Stufen. Da sind jetzt wieder neue Marken dabei, Talismänner, Hintergrundbilder, Waffenskins, universelle Waffenskins, universelle Fahrzeugskins, neue Soldatenskins, Kopfbedeckung und so weiter. Ich habe jetzt noch was gefunden zu diesem Fahrzeug von vorhin. Das heißt ja nicht CBR Scout oder so, sondern das heißt Panhard Crab. Hier sieht man jetzt nochmal 2 Bilder dazu. So Leute, wir sind jetzt am Ende des Videos angekommen. Vergesst jetzt nicht nochmal ein bisschen den Battle Pass zu leveln. Ich bin jetzt bereits schon bei Stufe 97, also ich werde das auf jeden Fall schaffen. Ansonsten, wir hören uns dann im nächsten Video. Lasst gerne einen Kommentar da. Euer Goldpriester. Ciao, Ski.